hat mich nach vorn getrieben und vielleicht können wir da noch mal ein bisschen mehr dazu erfahren. Erstmal noch einmal herzlichen Glückwunsch. Anja Mietank aus Unna. Dankeschön. Ja, Anja, wie war das mit dem Mann, der Sie da quasi mitgenommen hat? Wir haben uns irgendwann ab Kilometer 10 getroffen, das heißt auf der Strecke, und haben uns die ganze Zeit nur unterhalten und das passte einfach vom Laufen. Wir sind die ganze Zeit so ein Tempo gelaufen und viele Zuschauer haben immer gesagt, ihr müsst nicht reden, ihr müsst laufen. Aber das war okay. Okay, also man kann es auf der langen Distanz eigentlich auch ein bisschen gemütlicher angehen, wenn man seinen Rhythmus findet. Genau. Und den haben Sie wohl offensichtlich gefunden, den Rhythmus. Wie ist das? Wie stellt man sich auf den Rennsteiglauf-Rhythmus ein? Ja, wie stelle ich mich drauf ein? Ich habe zu Hause lange Läufe gemacht, aber für mich war eigentlich heute erst nur Ziel ankommen, weil ich so eine lange Distanz noch nie gelaufen bin. Ja, und es hat geklappt. Es hat geklappt. Nun, ich glaub's Ihnen einfach nicht, dass Sie noch nie einen großen Wettkampf gewonnen haben. Und sagen Sie uns etwas zu Ihren Trainingsumfängen. Also wie viel laufen Sie so in der Woche? Also ist schon ein bisschen. Ja, klar. Gut. Ich muss jetzt 72 Kilometer, dann reicht das nicht, wenn ich in der Woche 50 Kilometer laufe. Also das ist, ja, blauäugig, sage ich jetzt mal. Also ich bin schon über 100 Kilometer die Woche übergelaufen. Dann Krafttraining, Cycling. Ich bin selber unter anderem Arzthelferin und Fitnesstrainerin, also ich trainiere schon viele Stunden die Woche. Mhm. Von nichts kommt nichts. Das denke ich auch. Was hatten Sie im Vorfeld über den Rennsteiglauf erfahren? Was wussten Sie vom Rennsteiglauf? Ja, Freunde sind hier schon öfter gelaufen und die haben einfach gesagt, von der Landschaft her wäre es genau mein Ding und das ist auch so. Also es ist landschaftlich mit der schönste Lauf, den ich bisher gemacht habe. Und ja, dass er halt mit Vorsicht zu genießen ist, wegen den Höhenmeter. Okay, nun haben Sie gesagt, Ihr erster Langer. Mhm. Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie jedes Jahr auf dem Langen jetzt wiederkommen? Ich bin dabei. Oh! Also, wir freuen uns ganz, ganz sehr auf Sie in jedem Jahr. Danke. Und jetzt haben wir eine Frau fürs lange Laufen, für die lange Strecke gewonnen und vielleicht noch für Siegerpodest ganz, ganz oben. Herzlichen Glückwunsch noch einmal. Danke.